Herzlich willkommen beim Expertentalk, heute mit Gerhard Plesnik. Er ist der Obmann der AG der Kärntner Christbaumbauern. Herr Plesnik, worauf sollte man beim Kauf eines Christbaumes achten? Beim Kauf eines Christbaumes sollte man darauf achten, dass er frisch ist und dass er aus der Region kommt und dass er einfach gefällt und passt. Weil viele Leute haben das Problem, im Freien wirkt der Baum wesentlich kleiner, als er tatsächlich ist. Und wenn dann die Wohnung voll Christbaum ist, ist das oft einmal eine nicht gewollte Überraschung. Und das ist eigentlich, sind die Hauptpunkte, worauf man achten sollte. Warum sollte man zu Bäumen aus der Region greifen, beziehungsweise wie erkenne ich die eigentlich? Christbäume aus der Region haben halt den großen Vorteil, dass sie kurze Transportwege haben. Im Schnitt in Österreich, die regionalen Christbäume haben einen durchschnittlichen Transportweg von 40 Kilometer und ein Importbaum kann durchaus 1000 Kilometer und mehr auf dem Buckel haben, bevor er nach Kärnten kommt. Und dadurch, dass die Logistik wesentlich kürzer ist, sind sie auch in der Regel frischer und das hat noch einen Vorteil, die Wertschöpfung bleibt in der Region. Das Geld bleibt in der Gegend, weil jeder, der was da von den Kärntner Christbaumbauern das Geld da verdient, ergibt es auch wieder da aus. Sie haben uns ein Etikett mitgebracht. Und erkennen kann man das, den Baum an den Etiketten. Jeder Christbaum wird mit einer rot-weiß-roten Etikette und mit dem Namen des jeweiligen Christbaumbauers markiert. Und daran kann man das sicher erkennen, dass der Baum aus der Region kommt. Wann startet der Christbaumverkauf, also vom Bauern aus der Region, und wie finde ich einen Bauern aus der Region, wo ich mir den Christbaum auch erstellen kann? In der Regel beginnt der Christbaumverkauf ab 8. Dezember. Natürlich ist es bei den einzelnen Christbaumbauern auch am Hof früher möglich, einen Christbaum zu erwerben. Das musste man halt dann vereinbaren, damit jemand zu Hause ist. Und ersichtlich sind alle 19 Kärntner Christbaumbauern auf der Internetseite www.weihnachtsbaum.at. Dort kann man die einzelnen Standorte und Verkaufsplätze der einzelnen Christbaumbauern und deren Öffnungszeiten ersehen. Danke, Gerhard Plesnik. Jetzt wissen wir genau, wo wir unseren Christbaum kaufen werden. Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.